Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich bin gerade wieder mitten in Gesprächen, in Calls, in Sessions. Und komischerweise schließen sich heute oder drehen sich ganz viele Gespräche oder Auszüge daraus um das Thema Erziehung, Herkunft, sicherlich auch soziokulturell, dass die so lange einfach noch in uns wirkt, nachwirkt. Unser Leben beeinflusst unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere eigenen Grenzen, unsere Vorstellungen. Und auch ich merke, dass ich immer mehr meine Eltern loslasse, was ganz toll ist. Und wundere mich immer wieder, wirklich, wie lange man davon hat. Und durfte ganz tolle Leute in meinem Umfeld gerade jüngst wieder treffen. Und ich merke einfach nur jedes Mal wieder, es geht nur über das Gefühl. Ihr könnt euch Sachen einreden, ihr könnt Seminare besuchen, Workshops, ihr könnt euch schlau lesen. Das alles bringt nichts, wenn ihr nicht das Gefühl zu euch bekommt und wirklich bewusst und gefühlt loslasst den, ich sag's jetzt mal überspitzt, eben auch Müll, den ihr mit auf den Weg gekriegt habt. Wir leben heute in anderen Zeiten. Es gibt ganz andere Grundvoraussetzungen, Rahmenbedingungen und Gegebenheiten, als es es damals gab. Und das sollten wir feiern und uns daran freuen und wirklich aktiv loslassen, was uns beschneidet und einschränkt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als Bedürfnisse zu unterdrücken, Wünsche nicht aussprechen zu dürfen. Das ist nicht das, was ich unter Leben verstehe.